Hallo und herzlich willkommen zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich habe ein kleines bisschen einen Hals, weil ich muss diese Folge, also eigentlich sind es zwei Folgen. Ich habe zwei Folgen aufgenommen in einem anderen mit meinem üblichen Aufnahmeprogramm. Und es gab ein Update und ich war natürlich naiv genug zu glauben, das läuft wohl schon. So wie es bisher eigentlich auch immer funktioniert hat. Allerdings lief es leider nicht. Aufnahme war furchtbar ruckelig und die zweite Aufnahme hatte ein schwarzes Bild. Und zwar die ganze Folge über. Das waren 24 Minuten, die komplett überflüssig waren. Und die andere Folge, wie gesagt, war so ruckelig. Das wollte ich euch nicht wirklich antun. Da habe ich einen anderen Qualitätsanspruch. Und ja, von daher sind wir hier heute nochmal zugange, alles nochmal neu zu machen. Ihr wisst ja nicht, was ich gemacht habe. Ich werde das jetzt einfach mal so grob in die Wege leiten. Also, was ich vorhabe, ist, dass wir hier die Kühlkammer jetzt umbauen, weil wir brauchen natürlich einen klimatisierten Kühlbereich, jetzt wo wir Klimatechnik haben. Das Problem mit dem mit diesem Klimabereich ist allerdings, wir können im Moment die Abwärme nicht abführen von den Klimaanlagen. Das heißt, wir könnten schon, aber das wäre dann hier entweder in diesen Innenhof, das finde ich nicht so glücklich. Zumal ich auch nicht weiß, ob wir das ewig behalten. Und zum Zweiten haben wir hier generell ein Problem. Wir haben hier einen sehr weiten Weg, irgendwann nach links durchzukommen. Hier, wenn man hier nochmal was reinbaut, das ist ein bisschen schwierig. Und da habe ich mir gedacht, dann bauen wir hier auch gleich einen Gang rein. Und deswegen setze ich hier jetzt gleich schon mal eine Wand hin. Zwei breit, unsere übliche Flurbreite also. Das ist das eine. Dann können wir nämlich hier und hier schon mal abreißen. Dann brauchen wir eine neue Tür hier. Und, Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken. Der Flur geht bis hier durch, das heißt, hier brauchen wir natürlich auch eine Wand. Keine Frage. Und dieses Lager, da werden wir uns die Einstellung mal von kopieren und dann werden wir das löschen. Einstellung hier einfügen. Und das hier ist jetzt das Tierfutter. Hoppla, Tierfutter. So. Das ist besser und dann blenden wir das aus. Einfach nur der Optik halber. Die machen wir gleich mal alle neu hier. Die ganzen Schlafplätze für die Tiere müssen neu gelegt werden. Die stören hier natürlich. Außerdem geben wir dem Tierlager hier noch eine andere Priorität. Das ist eine Anregung von euch gewesen, der will ich auch gerne nachkommen. Und zwar würde ich mal eine hochschalten auf bevorzugt. Ich meine, Tiernahrung wird jetzt eh nicht mehr hier gelagert, aber wenn das mal voll ist, dann könnten wir sie ja auch hier einlagern und hier dann halt mit einer niedrigeren Priorität. Und das ist dann, denke ich, schon ganz in Ordnung. Okay, wir bauen weiter um. Diese Wand hier muss komplett weg. Ich mache das mal so in Einzelschritten. Zack, weg damit. Das wird also hier die zur Verfügung stehende Größe für das Tiefkühllager. Es müsste eigentlich groß genug sein, also da kommt ja was rein, kommt da rein. Aber die Feldernte und natürlich das gejagte Fleisch oder erstmal die Tiere, sprich, und dann natürlich das Fleisch, wenn es dann verarbeitet ist. Ja, diese Türen sind überflüssig geworden. Die können wir direkt abreißen. Und die müssen wir neu platzieren, weil wir ja eine Schleuse brauchen. Können wir hier eigentlich auch schon mal machen. Ich mache die jetzt drei breit. 1, 2, 3. Das heißt 4. Weil dann dass der Innenbereich drei Felder breit ist. Okay. Stromkabel müssen wir dann natürlich auch neu verlegen. Das soll nicht mehr hier dann so durchlaufen. Wir forschen ja gerade die versteckten Stromleitungen. Ich denke mal, die werden wir auch in dieser Folge noch zu Ende bekommen. Zumindest mit ein bisschen Glück. Und dann können wir die nämlich generell mal an einigen Stellen überarbeiten. Hier ist sie noch zu sehen. Und hier haben wir auch einen Übergang. Die würden wir dann austauschen gegen versteckte Stromleitungen. Und diese hier werden eh abgebaut. Die führen wir dann hier rum jetzt. Einfach so. Und wenn das fertig gebaut ist, reißen wir diesen Zweig hier erstmal ab. Können ja später noch nach hier erweitern. Machen wir hier auch noch eine Brücke. Es ist immer gut, wenn man Strom über mehrere Stellen angeschlossen hat. Wenn mal irgendwas ist. Oh, Biber. Eine Gruppe Alpha-Biber. Das ist im Grunde ganz praktisch, weil wir haben so wenig Fleisch.
und auch nicht mehr so viel Pemmikan. Können wir also gut jagen. Und das ist interessant, weil in der ersten Aufnahme hatte ich keine Alpha-Biber. Also die Events sind tatsächlich relativ zufällig. Was ja an und für sich eine schöne Sache ist, ne? Immer wieder eine neue Überraschung dann. So, wir brauchen eine zweite Schleuse. Und die würde ich gerne diesmal ganz anders machen. Weil der Zugang hier, der muss ausschließlich über dieses, über das Gewächshaus stattfinden. Von daher machen wir das so, dass wir die Tür hier haben und hier. Das sind dann zwar nur zwei, das ist aber nicht so schlimm. Und dann machen wir das so. Dass quasi direkt hier reingelaufen wird. Ich denke mal, ich hoffe mal, dass das dann auch genutzt wird. Ich habe natürlich jetzt keine Erfahrung damit. Aber ich denke mal, es wird schon klappen. Und hier werden wir unseren Boden wieder austauschen. Wir haben ja momentan alles da, was wir brauchen. Können wir das hier schon mal direkt aktualisieren? Will ich denn später den Flur hier auch noch erweitern? Das ist natürlich die Frage. Nö, ich denke, wir werden weiter nach oben bauen. Von daher ist das hier schon okay mit der Lösung. Ja, das lassen wir jetzt so. Ich hab's in der letzten Aufnahme habe ich es ein bisschen anders gemacht. Aber so bei genauerer Überlegung, man kennt das ja, ne? Wenn man es zum zweiten Mal macht, dann fällt einem noch wieder was Besseres ein. Und deswegen mache ich es jetzt so. So, wir brauchen die besseren Böden. Wir brauchen Stone, Slabs, Marble. Und die kommen einmal hier hin. Jetzt legt der schon wieder neue. Ja, mache ich. Mache ich tatsächlich. Okay, wir machen eben die Tierschlafplätze, weil sonst werden unsere Hunde unzufrieden. Unsere Hunde und natürlich auch die ganzen anderen Tiere. Tierschlafplatz, Möbel, Schlafplatz, Tier. Fangen wir einfach mal hier so an. Machen wir in Zweierschritten. Das passt ja ganz wunderbar. Ich denke mal, dann haben wir für alle Tiere... Na, supi. Das müssen wir abreißen. Und wenn wir dann schon dabei sind, würde ich sagen, stellen wir hier schon mal die ersten Stehlampen auch rein. Wir sagen hier, das ist jetzt 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, und dann verändern wir die Lagerfläche auch noch ein bisschen. Machen wir ein bisschen kleiner. Habe ich jetzt das ganze Lager gelöscht? Tatsache. Ah. Gucken, ob das noch drin war. Trockenfutter, ja, wunderbar. Okay. Ausblenden, umbenennen. Tierfutter, wunderbar. Okay. Strom haben wir ja in der Wand schon liegen. Und dann hätten wir hier den neuen Stall. Och, da liegen ja schon Fliesen. Meine Güte, geht das schnell. Sehr gut. Und dann lassen wir die Zeit mal vorspulen, weil jetzt fängt die Nacht gerade an. Da wird so viel nicht mehr passieren. Die Leute werden gleich schlafen gehen. Und ich hoffe, dass wir den Paul noch bald wieder auf unsere Seite bekommen. Beim Paul habe ich nämlich einen Fehler gemacht. Da habe ich tatsächlich vergessen, den Namen zu ändern. Der müsste nämlich eigentlich Kevin heißen. Das wäre nämlich der nächste Name auf der Liste. Von daher, nur Geduld. Sobald der Paul da ist, wird er wieder... oder sobald der Paul wieder bei uns ist, wird er einen neuen Namen bekommen. Und zwar einen von euch gewünschten. Bitte schickt mir keine neuen Namen mehr. Ihr habt so viele Namen geschickt, so viele Kolonisten werden wir gar nicht mehr bekommen. Und ich glaube, ich hatte in der letzten Folge auch schon mal gesagt, es reicht, ich kann nicht mehr Namen aufnehmen, weil, wie gesagt, macht einfach keinen Sinn. Spart euch die Mühe. Ah, ich habe schon wieder einen Frosch im Hals, ist sehr unangenehm, tut mir auch leid. Ich werde hier jetzt auch eine Klimaanlage schon setzen, nur damit ihr Bescheid wisst. Bauteile haben wir ja genug, 86 Stück. Dann können wir nämlich hier die kleine Kammer schon mal kühlen. Dann müssen wir die Fackel abreißen, die macht nämlich Wärme.
Die macht dann da mal keinen Sinn mehr. Ah, schrecklich. Aber die Lampen stehen schon gut. Dach ist ja drüber, ne? Ja, genau. Dann noch eine zweite Sache. Danke nochmal für den Hinweis übrigens. Es könnte tatsächlich sein, dass diese Räume nicht komplett abgeschlossen sind, weil hier das Dach nicht errichtet ist. Von daher müssen wir, nur um sicher zu gehen, das hier mal wegnehmen. Dann wird da nämlich auch ein Dach errichtet und dann ist es, denke ich, sicher. Ja, Darby und Mispy warten noch darauf, verkauft zu werden. Beziehungsweise, ja, die warten da bestimmt nicht drauf, aber wir wollen das gerne. Wisst ihr was? Ich würde die Schleuse hier gerne noch einen runterziehen. Nanu. Also kann ich denn da nichts bauen? Was ist denn da los? Jetzt geht's. Komisch. Muss ich immer zweimal klicken. Weil ich glaube, drei Felder ist besser. Und sobald wir Automatiktüren irgendwann haben, kommen dann natürlich auch Automatiktüren rein. Also keine Sorge. Ist natürlich vorgemerkt. Und ja, wir werden da auch den gleichen Holzboden reinlegen. So, und dann kann die Ernte immer schön hier hochgebracht werden. Hoffentlich klappt das. Bin ich mal sehr gespannt. Ich denke aber schon. So, passen wir die... Oh, da, schau mal hier. Da müssen wir die Zone noch anpassen. Diesmal nur nicht wieder komplett löschen. Also wir erweitern sie erstmal hier. Und, wir entfernen... Nur hier. Ja, das hat jetzt geklappt. Wunderbar. Okay, also das ist unser neues Lager. Ich glaube, das Stromkabel ist drin. Schauen wir mal kurz. Ja, wunderbar. Dann können wir das auch abreißen. Ist das nicht schön? Alles fügt sich mit der Zeit. So, dann sieht es ja hier schon mal ein bisschen anders aus. Hoffentlich gefällt es euch. Die beiden Schlafplätze hier, die lasse ich mal. Ach, guck mal, da liegt ja auch unser Grizzlybär gerade. Wenn echt mal ein Händler kommt, wenn mal ein Händler kommt, meine ich, dann möchte ich gerne ein paar Tiere verkaufen. Wisst ihr ja schon, die Yorkshire Terrier und hier den Waschbären. Das sind für mich so Kandidaten, die wir definitiv nicht brauchen. Und über die anderen können wir dann mal reden. Ich finde das nicht so optimal, so viele Tiere zu haben. Es ist einfach nicht mein Ding. Ich guck mal gerade, warum da gerade kein Strom ankommt. Ob ich jetzt irgendwas gekappt habe. Nee, geht ja hier lang eigentlich. Ja, kann sein, dass wir schon zu wenig Strom haben jetzt. Ah, hier fehlt... Ne, muss man sich auch mal richtig angucken. Hier fehlt noch ein kleines Stückchen. Das heißt, wir gehen hier noch weiter. Ja. Okay, das habe ich scheinbar mit abgerissen. Mit der Tür. Ich habe vorhin das Kabel dann im Ziel gehabt und nicht die Tür. Das ist der Fehler jetzt hier. Gut, müssen wir eh hier unten herumlegen. Und noch ist die Kühlung hier nicht so wichtig. Aber wenn die dann läuft, dann habe ich schon mal eingestellt auf minus 9 Grad. Dann haben wir tiefgekühltes Spamigan. Das verdirbt dann nicht mehr. Also gar nicht mehr. Und wir können dann auch umsteigen auf normale Mahlzeiten. Das machen wir auch jetzt schon. Stellen wir mal die Aufgaben ein für 4 simple Mahlzeiten. Das Spamigan deaktivieren wir erstmal. Und ich würde sagen, wir machen natürlich auch Vorrat. Ist jetzt eine Frage, wie viel... Na, ich würde sagen 90 erstmal. Dann haben wir immer ein bisschen Luft. So, nächste Sache. Danke für den Tipp. Natürlich kann ich am Schneidertisch einstellen, dass alles immer vorgehalten wird. Und das mache ich jetzt auch. Wir kriegen ja auch nochmal neue Kolonisten, denke ich mal. Von daher machen wir jetzt die Mützen. Und zwar, produziere, bis wir haben. Und zwar, wir wollen immer im Lager eine haben. Immer eine Mütze soll im Lager sein. Das machen wir auch für die Hosen. Immer eine. Und wir machen es auch für die Parkas. Und dann auch noch für alle anderen Kleidungsstücke.
Also Cowboy-Hut würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Wer einen Cowboy-Hut tragen möchte, der soll auch. Ganz klare Sache. Und jetzt schauen wir mal. Also Mützen, Cowboy-Hut haben wir. Hose haben wir, T-Shirt haben wir noch nicht. Immer eine vorhalten. Das ist noch eine andere Sache hier. Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen, weil auch das vorgeschlagen wurde. So, T-Shirt, Hemd. Hemd natürlich auch, und zwar immer mindestens eins vorhalten. Mein Gott. Staubmantel. Also der bekannte Duster. Ebenfalls immer ein Duster, Duster, Duster. Dann eine Jacke. Jacke hatten wir schon, ne? Nee, Jacke hatten wir auch nicht. Und Parker haben wir aber schon. Stammeskleidung nähen wir nicht. So, dann haben wir jetzt alles drin. Und die sind gerade ausgesetzt, weil wir schon welche im Lager haben. Allerdings sind die mies. Die müssen wir mal verkaufen. Okay, so viel dazu. So, dann nächstes Ding. Ja. Der Koch. Der Koch ist in Ordnung. Das können wir so lassen. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, ja, hier, dass die Ware nicht zum Lager getragen wird, sondern einfach auf den Boden gelegt wird. Dann würde der Koch kochen und die vier Mahlzeiten hier hinlegen und ein Träger würde irgendwann kommen und es in das Lager bringen. Da liegen übrigens schon die ersten. Das finde ich ist eine super Sache. Finde ich aber hier bei unseren kurzen Wegen, ehrlich gesagt, Blödsinn. Hier oben macht es Sinn beim Steinmetztisch. Macht es wirklich Sinn? Nein. Weil die Wege sind so kurz. Er macht die Steinblöcke, er bringt sie hier rein. Das sind 10 Schritte, dann hat er das im Lager. Ja, und darum baue ich das auch immer so, dass die Wege schön kurz sind. Oh! Verona hatte aufgrund des Hungers eine Fehlgeburt. Oh, wie schade. Unser Labrador-Weibchen, eine Fehlgeburt. Das ist wirklich sehr schade. Aufgrund von Hunger. Das irritiert mich jetzt allerdings, weil wir haben ja genug Trockenfutter vorrätig. Also es wäre jetzt nicht das Thema gewesen, essen zu gehen. Ne? Das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich nachzuvollziehen, wie das passiert ist. Habe ich da irgendwo noch einen Denkfehler? So, dann die Tiere gehen hier in die Quartiere rein. Auch das ist von euch angemerkt worden. Das will ich gerne korrigieren. Tiere, wir haben ja das Tiergebiet. Gilt übrigens noch gar nicht für alle Tiere. Da haben wir schon die Speisekammer ausgeschlossen und auch das Tiefkühllager. Allerdings noch mit den alten Abmessungen. Das heißt, das müssen wir mal eben verwalten. Zonengebiete, Arbeitsgebiet erweitern. Das Tiergebiet. Da dürfen sie wieder. Und hier dürfen sie nicht. Alles klar? So. Heißt. Eigentlich sollen sie auch hier nicht. Ja, weil hier ist nämlich die Ernte. Und wenn die hier liegt, dann holen die sich das auch hier raus. Das muss eigentlich nicht sein. Von daher, ganz klarer Fall, auch hier keine Tiere. So. Tiere dürfen also nicht mehr in die Kühlkammer. Jetzt gehen sie da trotzdem gerade rein. Und sie dürfen nicht mehr in das Gewächshaus. Und sie dürfen nicht in die Speisekammer. Ist doch richtig so, oder? Ist richtig. Okay. So, nochmal prüfen. Tiere, Tiergebiet 1. Passt. Schwanger. Okay, also Prince, unser Yorkshire Terrier und Tsunami sind noch schwanger.
Da erwarten wir also bald Nachwuchs. Was eine schöne Sache ist. Oh, okay. So, das Drinnengebiet. Das müssen wir auch aktualisieren. Da hat sich nämlich ein bisschen was getan. Auch das hier ist drinnen. Und auch das hier ist noch drinnen. Hier ist eh überdacht. Und das hier wird auch alles mal drinnen sein. Von daher erlauben wir das jetzt schon. Okay. Dann nochmal eben gucken. Heimat ist sowieso drinnen und Teegebiet. Gut. So lassen wir es erstmal. Und ja, ich denke mal, wir bauen weitere Generatoren, damit wir unsere Klimaanlagen auch alle benutzen können. Weil wir wollen natürlich auch noch Sonnenlampen hinstellen. Aber erstmal brauchen wir dafür noch eine Vorratskapsel. Uran, na supi. Naja, wir können es verkaufen. Es schadet uns ja nicht. So, erst den Tierschlafplatz. Und dann, wie gesagt, Strom sicherstellen für das Gewächshaus und für die Klimatisierung. Okay, und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich natürlich über Daumen freuen. Heute ein bisschen ruhiger, wie ihr merkt. Hatte einen anstrengenden Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Doc. Ciao.